Josef Hein erzählt, also hält einen Vortrag zum Thema Visualisierung mit Python. Okay. Ja, hallo erstmal zusammen. Was ich schon immer über Visualisierung mit Python wissen wollten, hört sich jetzt spannend an. Ich hoffe, ich kann diese Erwartungen erfüllen. Zunächst etwas zu meiner Person. Ich bin Mitarbeiter des Forschungszentrums Jülich am Peter-Grünberg-Institut und Mitarbeiter eines Teams von guten Dutzend Softwareentwicklern, die sich halt in den letzten Jahren zum größten Teil halt auch mit Python auseinandergesetzt haben. Visualisierung mit Python, da denkt jeder direkt an Matplotlib, SciPy, NumPy und natürlich an IPython. Im Prinzip ist die Welt in Ordnung, wir haben alles das, was wir brauchen. Gibt es da Bedarf an weiteren Funktionen? Ich denke ja, zumindest hat sich das Arbeiten in unserem Bereich, bei der technischen Arbeit bei uns gezeigt, dass hier und da schon mal Performance-Probleme auftreten, zum Beispiel, wenn es um die Visualisierung geht, aber auch, wenn es um numerische Simulationen geht. Da kommen dann Themen wie OpenGL, OpenCL oder auch NVIDIA CUDA zur Sprache. Ein weiteres kleines Problem sehe ich darin, dass bei vielen Toolkits, die wir haben, also Grafik-Toolkits, keine Interoperabilität zu GUI-Toolkits gegeben ist. Python bietet eine ganze Menge an Software. IPython habe ich schon genannt, mit dem Notebook Viewer wohl das beliebteste Tool in den letzten Monaten. Und der Scientific Stack ist hier während der Konferenz auch schon mehrmals dargestellt worden, mit NumPy, SciPy, Pandas und SymPy ist eigentlich alles da, was man so braucht für die Ingenieurwissenschaften. Wir haben großartige Visualisierungsbibliotheken mit Mayavi zum Beispiel im 3D-Bereich, VTK, bei OpenGL oder halt für den 2D-Bereich mit Plotlib, eingeschränkt auch für 3D. Und es gibt auch Techniken, um in Python halt die Ausführungsgeschwindigkeit zu verbessern, neben PyPy, Python und bei OpenCL. Und bei CUDA war von uns da NumPy von großem Interesse und da werde ich auch in meinem folgenden Vortrag näher darauf eingehen. Es gibt auch Wrapper für GUI-Toolkits, zum Beispiel PyQt4, PySight, PyGTK oder WX-Widgets. Also im Prinzip ist es wirklich alles da. Die Frage ist, passt das wirklich alles zusammen? Und es gibt da zwei Problemfelder und eins davon ist unserer Meinung nach die Visualisierung. Denn die Grafik-Backends, die uns bekannt sind oder mir bekannt sind, bilden im Prinzip immer nur Abbildungen. Das heißt, kontinuierliche Datenströme kann man eigentlich gar nicht darstellen. Kontinuierlich in dem Sinne, dass man wirklich real-time aus einer bestimmten Datenquelle während der Berechnung Daten auch darstellt. Außerdem sind bei den meisten Anwendungen, die wir gesehen haben, 2D- und 3D-Welt komplett voneinander getrennt. Es gibt ganz tolle Tools mit VTK und Mayavi, aber mit diesen Tools kann ich wiederum keine 2D-Grafik produzieren. Die Interoperabilität mit GUI-Toolkits sorgt dafür, dass man automatisch auch eine eingeschränkte Benutzerinteraktion hat. Man kann natürlich mit Tools wie Glut oder Low-Level APIs kleine Pull-Down-Menüs oder dergleichen aufmachen, aber für größere Anwendungen reicht das in der Regel nicht aus. Ein weiteres Problemfeld kann die Performance werden, und zwar dann, wenn man mit großen Datenmengen arbeitet. Auch hier hatte ich ja eben genannt, es gibt zig Tools, um Just-in-Time-Kompilierung zu machen, zu vektorisieren, zu parallelisieren oder halt C-Code einzubinden. Aber das ist teilweise nicht trivial und bedarf zumindest kleiner Änderungen im Source-Code. Vielleicht geht es aber doch mit zwei Erweiterungen, die möchte ich heute in zwei Teilen vorstellen. Die eine Erweiterung, die haben wir selber entwickelt, das ist das GR-Framework. Das hatte ich im letzten Jahr schon mal vorgestellt. Das hat ein prozedurales Graphic-Backend. Das heißt, damit können auch kontinuierliche Datenströme aus beliebigen Quellen dargestellt werden. Ich zeige das später an mehreren Beispielen. Die 2D-Welt und die 3D-Welt sind koexistent mit dem GR-Framework, weil OpenGL mit integriert ist in den gesamten Modulkatalog. Außerdem gibt es eine Interoperabilität zu den
bekannten GUI-Toolkits und damit ist auch eine Benutzerinteraktion möglich. Auch das werde ich an Beispielen später zeigen. Was die Performance angeht, haben wir halt ein Augenmerk auf Numba geworfen, insbesondere Numba Pro. Das ist ein Teil von der Anaconda-Distribution von Continuum Analytics, wobei die Anaconda Accelerate-Variante dann auch es ermöglicht, auf GPUs auszulagern. Damit ist eine Just-in-Time-Kompilierung oder eine Vektorisierung bzw. Parallelisierung dann mit relativ geringem Aufwand realisierbar und auch das möchte ich später an Beispielen zeigen. Überhaupt ist mein ganzer Vortrag so aufgebaut, dass ich mit sehr vielen Demos arbeite, die als Video jetzt hier ablaufen. Das läuft aber alles in Realtime und wenn es interessiert, ich kann das auch dann im Anschluss wirklich in Realtime zeigen und demonstrieren. Hier ist mal das GR-Framework in einem Schichtenmodell dargestellt. Man sieht halt hier entscheidende Komponenten, die eine Rolle spielen. Eine Komponente ist halt das GR-Framework. Das basiert auf einem GKS. Jetzt denken viele, oh Gott, das ist ja schon zig Jahre alt. Ja, das ist sehr, das glaube ich, aus den 80er Jahren. Aber wir haben halt hier aktuelle Grafiktreiber entwickelt. Man sieht hier in dem rechten Zweig unten ZeroMQ mit einer Verbindung zu einem HTML5. Ausgang, Scalable Vector Graphics, OpenGL. Wir können direkt über unseren PDF-Treiber auch Movies erzeugen, als MPEG-4-Streams. Es gibt natürlich die Schnittstellen für die nativen GUI-Umgebungen der jeweiligen Betriebssysteme, also X11, Quartz und Win32, GDI, aber auch halt Integration in Qt und WX-Widgets. Zudem kann man auch das GR-Framework anzapfen, sieht man im linken Block, und im Prinzip damit auch auf mobile Anwendungen gehen über eine Socket-Kommunikation. Das ermöglicht zum Beispiel dann einen Grafikstream auf einem mobilen Gerät wie einem iPad oder dergleichen darzustellen. Hervorzuheben ist noch der gelbe Bereich, das GR3-Framework. Dort gibt es 4 Säulen. Die für uns wichtige Säule ist das Offscreen-Rendering. Das ist eine Bibliothek, die hat ein Kollege von mir, der Florian Riem, der hier unter uns sitzt, entwickelt. Nochmal vielen Dank an der Stelle, eine ganz geniale Sache, finde ich. Denn hier kann man dann das, was Offscreen mit OpenGL gerendert worden ist, wieder in den 2D-Bereich reinmappen. Man kann also seinen, sag ich mal, LaTeX-Output, den man über die normalen GR-Befehle erzeugt hat, plus 2D-Grafiken mit Meshes, Oberflächen oder dergleichen aus der 3D-Welt verbinden. Natürlich gibt es auch einen Direct-Rendering-Kontext, mit dem man direkt dann mit OpenGL Grafik auf einem separaten Fenster erzeugen kann, zum Beispiel mit Glut oder GLFW oder sonstigen Tools. Man kann auch JavaScript generieren und das dann in einem WebGL-fähigen Browser darstellen. Habe ich auch ein Beispiel gleich zu. Und zu guter Letzt kann man auch Pov-Ray-Szenen generieren, direkt aus dem GR3-Framework, um damit halt hochqualitative Publikationen halt zu erzeugen. Die Besonderheit ist, dass man all diese Treiber, die wir hier sehen, quasi parallel benutzen kann. Das ist eine Art Multiplexer-System in dem GKS, sodass man nicht wie in anderen Bibliotheken zum Fluss der Grafik ein Safe-Fig oder sonstiges aufrufen muss. Man kann quasi on the fly Movies erzeugen oder sonstige Dateien. Es gibt noch weitere Treiber, aber das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Darstellung kontinuierlicher Datenströme. Ja, das sieht man hier. Das läuft jetzt wirklich live in dieser Form. Wir haben hier die Simulation eines Pendels mit 2D-Funktionen und ein bisschen LaTeX dabei. Hier wird quasi im Hintergrund zur Laufzeit wird hier über ein Runge-Kutta-Verfahren, vierter Ordnung, wird hier eine Differentialgleichung gelöst. Und die Grafik wird dann halt entsprechend online in jedem Schritt, den man hier macht, dargestellt. Das könnte man mit anderen Tools nur in der Form realisieren, dass man quasi Figur-Files auf die Platte auslagert und die danach wieder zu einem Movie zusammenflickt. Hier geht es, wie gesagt, on the fly. Das geht auch in 3D mit dem Toolkit von Florian. Hier sehen wir jetzt, dass die Kugeln jetzt nicht mehr als reine 2D-Objekte dargestellt werden, die Kugeln des Pendels, sondern halt wirklich als plastische Kugeln.
aufgehängt an einem Pivotpunkt oben und all diese Sachen werden auch wieder über ein Runge-Kutta-Verfahren, also der NumPy-Teil ist genau der gleiche hier. Die Ableitungen sind hier allerdings schon optimiert. Das heißt, hier sind Common Sub-Expressions quasi ausgelagert, sonst würde an dieser Stelle die Berechnungszeit nicht mehr ausreichen von NumPy, um das darzustellen. Und da werde ich dann nachher nochmal drauf zurückkommen. Ja, da läuft gerade Musik und die Wicht wird auch in Echtzeit dargestellt. Ich habe hier einen Wavefile geöffnet. Der Wavefile durchläuft eine FFT. Die FFT wird hier auf einer logarithmischen Skala dargestellt. Und wie gesagt, das geht halt alles wirklich on the fly. Benutzerinteraktion ist auch möglich. Sie sehen hier ein Mesh, das erzeugt worden ist aus MRT-Daten. Den Einlesevorgang habe ich jetzt hier nicht dargestellt, aber der Grafikteil ist im Prinzip komplett drauf. Hier kommt auch wieder das GA3-Framework von Florian zum Einsatz. Diese Szene kann man dann auch als HTML auslagern und dann quasi im Browser gleichermaßen drehen. Hier sieht man, wie das GA-Framework in ein Qt, in eine Qt-Anwendung integriert ist. Der Grafikteil ist also komplett mit GR-Funktionen, hier in diesem Fall nur 2D realisiert. Wir sehen rechts ein mehr oder weniger komplexes GUI, in dem man zum Beispiel Schieberegler drehen kann, um halt bewegen kann, um halt den Datenbereich einzuschränken. Die Daten, die hier dargestellt werden, die kommen aus einem Neutronenstreuexperiment. Das sind also wirklich Live-Daten. Und unsere Wissenschaftler benötigen halt solche Tools, um halt wirklich online zu sehen, wie ihr Spektrum gerade wächst. Und sie können das dann in verschiedenen Modi darstellen. Hier ist jetzt mal der Konturmodus da aufgeführt. Dann wurde vorgestern von Ingo Heimbach und Florian Riem ein sehr komplexes Tool dargestellt, um zum Beispiel Molekularstrukturen darzustellen und auf sogenannte Vacancies zu untersuchen. Man sieht hier an der Interaktion, dass man hier mit WX-Widgets halt direkt Einfluss nehmen kann auf die Darstellung in der Grafik. Man kann Atome ausblenden, Bindungen aus- und wieder einblenden. Man kann in das Objekt hineinzoomen. Man kann es auch drehen, beliebig, an beliebigen Achsen, beziehungsweise man kann auch direkt in die Zeichnung reingehen und dann quasi mit Maus-Events, wie hier dargestellt, das Objekt drehen. Da steckt also eine sehr große Anwendung dahinter und die werden wir demnächst halt auf PySide migrieren, weil wir halt mit WX-Widgets ein bisschen unzufrieden sind. Skalierbare Grafiken im Browser hatte ich eben auch erwähnt. Also das ist wirklich live hier. Man kann HTML-Code erzeugen und dieser HTML-Code kann mit jedem WebGL-fähigen Browser halt dargestellt und manipuliert werden. Man kann also in die Szenen reinzoomen. Der linke Teil ist etwas, was Kollege David Knott programmiert hat. Das habe ich eben ganz vergessen. Das ist der erste Treiber, der in Python geschrieben worden ist. Und dieser Treiber produziert halt wirklich HTML-Code, HTML5-Code, der dann auch beliebig skalierbar ist im Browser. Kommen wir zum zweiten Teil, Performance-Optimierungen. Zunächst mal gibt es ja da NumPy zum Arbeiten mit mehrdimensionalen Arrays. Das reicht meistens aus. Oft muss man aber auf Numba zurückgreifen, ein Teil von Anaconda. Und dort wird halt eine Just-in-Time-Kompilierung vorgenommen. Was nicht ganz richtig ist, habe ich eben gelernt, aber wir belassen es jetzt einfach mal dabei. Man kann mit bestimmten Dekoratoren quasi bestimmte Klassen oder Funktionen einfach beschleunigen. Das kann man allerdings nur machen mit ND-Array-basierten Funktionen. Noch einen Schritt weiter kann man gehen mit Numba Pro. Dort kann man dann auch wirklich parallele Schleifen und Ufangs optimieren, beziehungsweise man kann die auch auf der GPU ausführen. Und was das Highlight für mich ist, man kann diese Kernel quasi in Python schreiben. Die werden also von Numba Pro quasi in eine intermediäre Sprache übersetzt.
die dann quasi über LLVM IR wieder in Maschinencode für eine bestimmte Architektur übersetzt wird. Zudem gibt es dann noch GPU-optimierte Bibliotheken, habe ich jetzt weniger Erfahrung mit, nur an einigen Beispielen ausprobiert, aber es funktioniert eigentlich wunderbar. Man kann quasi eine FFT ohne großen Aufwand auf einer GPU machen. Wie setzt man das jetzt um? Das Schöne bei NumPy ist, dass man einfach nur seinen Code von Schleifen in irgendwelche Vektoroperationen umändern muss. Das ist manchmal mit Aufwand verbunden, aber meistens machbar und damit auch in allen NumPy-Umgebungen nutzbar. Bei NumPy geht es ein bisschen anders, da muss man halt durch Dekoratoren quasi seinen Code etwas ergänzen. Und wenn man Funktionen hat, die wirklich sehr oft aufgerufen werden und die mit großen Arrays hantieren, bekommt man da auch sehr gute Ergebnisse. Und letztendlich halt NumPy Pro, da kann man halt wirklich auch vektorisieren, in dem Sinne, dass man das dann auf Multicore oder GPU-Kernel quasi auslagern kann. Das ist allerdings wirklich nur sinnvoll bei sehr, sehr großen Arrays. Ich habe hier mal eine kleine Simulation mitgebracht, die ist, glaube ich, in dem vorletzten Vortrag auch gemacht worden, nur mit dem Unterschied, dass die hier ein bisschen komplizierter ist, weil hier auch noch die Wechselwirkungen der Teilchen aufeinander eine Rolle spielen. Sie haben am Anfang gesehen, dass das Bild nur mit 2 Frames pro Sekunde dargestellt werden konnte. Jetzt sind wir hier bei 500 Frames pro Sekunde, das heißt, das ist schon ein Riesenfaktor. Der ist jetzt nicht so hoch wie bei dem Demo heute Nachmittag. Das liegt daran, weil hier noch ganz normaler konditionaler Code mit drin ist, der auch durch den LLVM-Compiler übersetzt werden muss. Hier sieht man, dass man zum Beispiel bei einem Laplace-Filter für die Bildverarbeitung bei einer Laufzeit von reinem Python von 4,4 Sekunden auf unter 0,006 Sekunden kommt, was einem Faktor von 800 etwa entspricht, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Hätte ich vielleicht dabei schreiben sollen. Hier sehen wir noch einen ganz normalen Diffusionsprozess, der läuft im Moment mit 3 Frames pro Sekunde. Sobald man die Dekoratoren hinzufügt und den JIT-Compiler aktiviert, das ist gerade geschehen, geht das dann auf fast 50 Frames pro Sekunde hoch. Hier ist eine andere Methode, hier ist nicht Auto-JIT gewählt worden, wo quasi mit minimalstem Aufwand quasi dem System bekannt gemacht wird, dass optimiert werden soll, sondern ist quasi ein neues Objekt kreiert worden, was dann quasi auch aufgerufen werden kann. Das Beispiel Mandelbrotmenge, brauche ich nicht groß zu dokumentieren, lässt sich wunderbar zum Beispiel auf einer GPU berechnen und man erhält folgende Ergebnisse hier. Das heißt, es ist wirklich fast ein Faktor 1400 hier. Hier gibt es eine kleine Diskrepanz zu dem, was mein Vorredner eben erzählt hat. Es ist nämlich so, dass der erste Aufruf, ich habe es gerade extra nochmal probiert, wirklich 300 Millisekunden dauert und sich dann nach diesem ersten Aufruf kaum noch Unterschiede ergeben zwischen CPU und GPU. Das liegt aber daran, dass dieses Problem einfach gar nicht für eine GPU geeignet ist. Vom Prinzip her schon, aber nicht von der Dimension der Arrays, die da benutzt werden. So, was kann man sagen zu NumPy Pro? Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, um numerischen Code relativ schnell zu optimieren. Man muss aufpassen, wenn man mit Listen oder Dictionaries arbeitet, dann läuft man schnell in Fallen hinein. Und es ist meiner Meinung nach eine zukunftsweisende Technologie, da hier wirklich dieser intermediäre Code benutzt wird. Zu installieren ist es auch ganz einfach. Über diesen Download-Link kann man es ganz einfach in sein System integrieren. Ich möchte, wenn es geht, noch ein paar Tipps und Tricks erwähnen. Man kann also das GR-Framework ganz einfach mit Anaconda verknüpfen, beziehungsweise umgekehrt NumPy in seine eigene Umgebung integrieren. Fazit, Python ist in der Kombination GR-Framework und NumPy eigentlich eine tolle Sache. Über den C-Types-Mechanismus lässt sich das GR-Framework ganz schnell einbinden und mit Anaconda Accelerate kann man dann auch wirklich leistungsfähige 3D-Visualisierungen realisieren. Wir haben noch einiges vor in Zukunft. Ich springe jetzt gerade leider den Rahmen, muss das etwas überspringen hier. Und bedanke mich deshalb für Ihre Aufmerksamkeit. Hier gibt es ein paar Links zu der ganzen Sache, inklusive des Vortrags. Und vielen Dank nochmal. Okay, ich fand den Vortrag auch klasse. Fragen? Wie sieht's aus?
Keine Frage, aber eine Bemerkung zu den Tipps zu Anaconda. Da wurde der LD oder auf Mac DYLD Library Path gesetzt. Ja. Das aber, geht in Linux genauso. Aber das ist nicht notwendig. Also die alles, was in Anaconda selbst ist, da muss man nichts setzen. Okay. Ich habe das jetzt wirklich separat als C-Types-basiertes Modul einfach außen vor gesehen. Ich wollte hiermit auch zeigen, dass man vorhandene Umgebungen einfach nicht manipulieren muss, um das GR-Framework zu nutzen. Okay. Man kann es quasi separat benutzen, weil es ist ja auch etwas, was man in C++ oder meinetwegen auch Fortran aufrufen kann. Ah. Ob das Sinn macht, ist eine andere Frage. Ach so. Da wird also dieser Library Path gar nicht zu dem Anaconda gesetzt. Nein. Ach so. Der wird nur gebraucht, damit das GR-Framework in Anaconda bekannt ist. Ja, danke für die Klarstellung. Okay. Vielen Dank für den Vortrag, fand ich total super. Eine Frage, du hast ganz am Ende hast du gesagt, bindet es über C-Types an? Also das, da ging es um das GR-Framework selbst, ja? Oder die Anbindung. Was, also wundert mich jetzt etwas, weil also ich dachte, das wäre irgendwie ein bisschen performancekritisch und so. Oder ist das einfach nur, ich rufe irgendeine Funktion auf und es tut lange irgendwas? Der Grund dafür ist, also ich sag mal, 90% des Codes ist halt C und C++, sonst würde das nicht alles so schnell funktionieren. Und der C-Types-Mechanismus erschien uns erstmal als der einfachste Weg, die Software einfach einzubinden. Wir haben natürlich auch Convenience-Funktionen da drum gebastelt. Allerdings besteht da bin ich also ganz ehrlich, noch Nachholbedarf. Wir müssen also da noch einiges machen. Wir haben ähnliche Funktionen wie bei Matplotlib, also Plot3D, aber bei weitem noch nicht mit der Funktionalität wie bei Matplotlib. Okay, ich sehe das jetzt auch nicht als Konkurrenz zu Matplotlib, also um Gottes Willen, aber das ist halt eine Nische, wenn es um Realtime-Grafik geht hier. Ist das auch der Standardweg, wie es aus Python raus verwendet wird, also durch C-Types durch? Ja. Okay. Also man braucht hier kein Modul zu schreiben. Ich hatte ja in deinem Tutorial, ich war ja ein bisschen ungehorsam, habe während der Zeit dann das in C-Python integriert, geht auch. Ich habe es allerdings noch nicht getestet, was jetzt die Performance angeht. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Oder? Okay, dann habe ich noch eine Frage. Inwieweit oder ist irgendwie ein Teil davon Open Source oder wird als Open Source veröffentlicht oder ist das rein intern? Das ist alles Open Source hier. Die Links stehen hier oben drin. Wir haben allerdings noch unser eigenes Git-Repository, aber ich hoffe, das bald auf einen zentralen, globalen Git-Server hochzuheben dann. Okay. Auch die Webseite ist noch ziemlich neu und das müssen wir alles noch mal ein bisschen gerade ziehen. Was ist die Lizenz? GPL2. Okay, dann bedanke ich mich nochmal.